Der Reisende! Ikora, der Reisende ist bereits hier. Ich glaube, wir sind zu spät. Wir befinden uns im Reich der Göttin der Lügen. Die Dinge sind nie das, was sie zu sein scheinen. Es ist noch nicht zu spät. Ich kann es spüren. Jetzt, wo der Reisende sieht, was Savatun tut, warum nimmt er ihr das Licht nicht weg? Warum lässt er das einfach geschehen? Ich weiß nicht, warum. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber wir wissen, was wir tun müssen, um die letzte Stadt zu schützen. Haltet das Ritual auf. Schützt unsere Verbindung zum Licht. Die Menschheit braucht euch. Euch beide. Der Hohn strömt wegen des Rituals in die Festung. Die Schar ruft schwere Verstärkung aus dem Portal herbei. Das wird uns den Weg in die Festung versperren. Haltet die Schar und den Hohn so lange ihr könnt auf und überlasst mir das Portal. Ich bin schon auf dem Weg. Was im Moment zählt, ist der Reisende. Was immer ihr hört, was immer ihr seht, konzentriert euch darauf, das Ritual zu stoppen. Der Hohn trifft zu Hunderten ein. Das Ritual muss immer stärker werden. Denk an den Plan, Peter. Halte das Ritual mit allem auf, was nötig ist. Ohne das Licht ist die letzte Stadt schutzlos.
Das Ritual findet auf der Festungsspitze statt. Wir müssen einen Weg hinauffinden.
Du bist zurück. Was für eine Überraschung. Nur ein Scherz. Diese Thronwelt ist von meinem eigenen Bewusstsein nicht zu unterscheiden, Hüter. Jeder Schritt, jede abgefeuerte Kugel, jeder geflüsterte Gedanke. Ich merke mir alles. Vergiss das nicht. Ich bin so froh, dass du hier bist, um das zu sehen. Da ist Ihr Geist. Kämpfen, fliehen. Kämpfen, fliehen. Das Muster ist immer dasselbe. Hast du es nicht irgendwann satt? Willst du nicht ausbrechen?
Kleiner Geist, du wurdest gebeten, die Dunkelheit zu akzeptieren, dich gegen deine Vettern zu stellen. Du wurdest gebeten, dich dem Willen des Reisenden zu widersetzen. Meine Geister machen keine Zugeständnisse. Wir dienen den wahren Interessen des Reisenden. Keine Zugeständnisse? Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du und deine Geschwister, ihr habt meine Freunde getötet. Ich erinnere mich an Oryx und die Besessenen. Ich werde nie vergessen, was mit Sagira passiert ist, mit Osiris. Ich würde eher sterben, bevor ich mich entschließen würde, der Schar zu helfen. Was sollen wir tun? Wir müssen das Portal reaktivieren, um auf den Erinnerungsaltar zuzugreifen. Ihr die Wahrheit zu zeigen, wird sie nicht aufhalten, aber wir müssen es versuchen. Ist offen. Das ist ein Zauber. Savatun spinnt ein Netz um den Reisenden. Wir müssen ihn befreien. Die Fesseln stammen von diesen Türmen. Wir müssen einen Weg finden, sie zu erreichen. Was glaubt ihr, was ihr ausrichten könnt? Ihr könnt das nicht verhindern. Ich weiß, dass das eurer Natur widerspricht. Aber ihr könnt trotzdem mit Anstand verlieren. Zeigt ihr die Erinnerung, Hüter? Diese Geschwister werden bald vom Licht beansprucht. Außer wir beanspruchen sie zuerst. Was ist das? Wie habt ihr... Wir werden dem schlauesten Geschwisterteil von einem prophezeiten Kataklysmus erzählen. Nein. Nein, das ist nicht passiert. Der Reisende kam nie zu uns. Wir waren gezwungen, die Tiefe zu wählen. Wie konnte mir das entgehen? Jetzt wollt ihr also Spiele spielen. Dann spielen wir.
Zauber ist fast gebrochen. Für mich? Die Schar? Für Lügen? Glaubst du das wirklich? Werden ihre Angst nähren, ihren Stolz. Also gut. Du weißt so vieles? Dann sag mir, wer ich bin. Erst ihre Unterstützung aus.
so stark sein. Sieh mal an. Ich habe mich verkalkuliert. Genau wie du, Lüther. Du hast den Reisenden so gut beschützt, dass du verhindert hast, dass ich ihn rette. Aber der Zeuge kommt. Ihr könnt das Spiel jetzt spielen. Und gewinnen oder verlieren. Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nein. Wo ist Ihr Geist hin? Hüter, ich habe es gerade erfahren. Der Reisende ist zurück in der letzten Stadt. Ist es geschafft? Ist Savatun? Sie ist tot. Aber Ihr Geist ist entkommen. Das genügt. Haltet eure Position. Die Verborgenen kommen, um die Überreste zu sichern. Gute Arbeit, Hüter. Du hast das Richtige getan. Und jetzt? Jetzt bereiten wir uns auf den Zeugen vor und verhindern den nächsten Untergang. Viele Male zuvor. Genug. Genug. Genug Tod. Genug Leben. Du hast keine Spielfiguren mehr. Das Spiel ist vorbei. Hab keine Angst. Dein bleiches Herz. Den Schlüssel. Dieses Mal gibt es kein Entkommen.
Ich war wohl abgelenkt. Hallo, Hüter. Hüter, sicher kennst du die Geschichten. Wenn nach dem Sieg über das Böse der Himmel aufgeht und der Menschheit Frieden bringt, Savatun ist tot. Aber ich habe nichts dergleichen gesehen. Stattdessen ist Imaru am Leben, plant seine Rückkehr und der Hohn und die Schar kämpfen um die Vorherrschaft in der Thronwelt. Und irgendwo in den Sternen spielt dieser Zeuge mit uns und will das vollenden, was er vor langer Zeit begann. Ich weiß, wir sind der Vernichtung schon früher entgangen. Ich muss daran glauben, dass wir es wieder schaffen. Selbst Mara Soth, die Königin der Erwachten, glaubt daran. Deshalb ist sie hier und verlangt nach dir. So sehr es mir zuwider ist, dich ihrer Unberechenbarkeit auszusetzen, wir brauchen ihre Hilfe mehr denn je. Geh, hilf der Königin. Sie könnte im kommenden Krieg unsere wertvollste Verbündete sein.